Amerika ist ein komisches Land. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Kein anderes Land auf der Welt ist so seltsam und schwierig zu begreifen wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Erst vor kurzem habe ich ein Video über die Schweiz gemacht, in dem ich über all die Dinge geredet habe, die ich an unserem Nachbarland komisch finde. Aber im Vergleich zu Amerika ist das, worüber ich in diesem Video gesprochen habe, gar nichts. Bevor ich aber darüber spreche, was ich an Amerika so verwirrend finde, möchte ich kurz anmerken, dass das hier kein politisches Video wird. Ich weiß, dass es schwierig ist, die amerikanische Politik zu vermeiden und ich werde hier und da auch ein paar Witze machen, aber seid euch darüber im Klaren, dass ich in diesem Video keine politische Meinung verbreiten möchte. Mein Kanal ist seit seiner Erstellung unpolitischer gewesen als Bob der Baumeister und dabei soll es auch bleiben. In der Vergangenheit haben trotzdem immer wieder Leute versucht, meine politische Positionierung herauszufinden. Und dasselbe werden Leute auch unter diesem Video wieder versuchen. Und damit das mit den Theorien endlich aufhört, möchte ich euch ein für alle Mal über meine politischen Standpunkte informieren. Ja, es stimmt. Ich bin Monarchist. Ich bin der Meinung, dass Deutschland wieder von dem Kaiser regiert werden sollte und ich bin auch der Meinung, dass die europäischen Landesgrenzen aus dem 17. Jahrhundert wiederhergestellt werden müssen. So, jetzt wo das geklärt ist, lasst uns über die USA reden. Eine Sache, die mich immer schon verwundert hat, ist, dass es in Amerika keine gesetzliche Krankenversicherung gibt. Ja, richtig gehört. Es gibt dort keine gesetzliche Krankenversicherung. Das bedeutet, dass jeder Bürger, der sich keine private Krankenversicherung leisten kann oder nicht von seinem Arbeitgeber versichert wird, seine Arztkosten aus eigener Tasche bezahlt. Muss. Sagen wir mal, keine Ahnung, mir fällt kein Beispiel ein, du wurdest in der Schule angeschossen. Wenn du daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert wirst und die Ärzte eine Operation durchführen, dann musst du diese 100.000 Dollar, die dafür anfallen, selbst bezahlen. Es ist vollkommen egal, ob du der ärmste Mensch in Amerika bist, du musst diese Krankenhausrechnung selbst bezahlen. Wenn ich Amerikaner wäre, lebensgefährlich verletzt und ich wüsste, dass ich für eine Operation 100.000 Dollar zahlen müsste, ich glaube, ich würde gut darüber nachdenken, ob ich überleben möchte. Ich meine, an diesem Punkt ist es glaube ich rentabler, einfach zu sterben. Das Problem mit den Amerikanern ist, sie glauben, wenn man gesetzliche Krankenversicherungen einführt, holt man den Kommunismus ins Land. Die glauben, wenn du eine gesetzliche Krankenversicherung einführst, dann hast du eine Planwirtschaft. Bruder, es ist eine Krankenversicherung. Die wurde nicht von Karl Marx erfunden. Ich bitte euch, denkt einfach mal darüber nach. Ich glaube, so eine Krankenversicherung könnte der durchschnittliche Amerikaner ganz gut gebrauchen. Was sie auch ganz gut gebrauchen könnten, ist CyberGhost VPN, den Sponsor des heutigen Videos. Und auch ihr könnt CyberGhost ganz gut gebrauchen. Warum? Weil ihr mit CyberGhost eure IP-Adresse verbergen, eure Daten verschlüsseln und euren gesamten Datenverkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel leiten könnt. CyberGhost ist ein weltweit führender VPN-Anbieter, der mehr als 38 Millionen Nutzer zählt und ein 5-Sterne-Rating auf Trustpilot hat. Die Software funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen und verfügt über mehr als 8000 Server in 91 Ländern. Deshalb könnt ihr mit CyberGhost auch ohne Einschränkungen im Internet surfen. Ihr könnt sogar auf 40 verschiedene Streaming-Dienste zugreifen und Inhalte sehen, die ihr von eurem echten Standort aus niemals angucken könntet. Und das Beste dabei, mit nur einem Abo lässt sich CyberGhost auf 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Das heißt, ihr könnt die Software auch mit Familie und Freunden teilen. CyberGhost ist sehr benutzerfreundlich und man braucht keine technischen Vorkenntnisse, um das Programm nutzen zu können. Und über die Sicherheit müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. CyberGhost verfolgt eine strikte No-Logs-Policy. Das bedeutet, dass nicht einmal das Programm selbst über eure Aktivitäten im Internet Bescheid weiß. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Damit erhaltet ihr 83% Rabatt und bekommt zusätzlich noch 4 kostenlose Monate obendrauf. Und dank der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie ist das Abo bei CyberGhost auch noch vollkommen risikofrei. Bei Problemen ist das Support-Team rund um die Uhr zur Stelle. Eine weitere Sache, die mich an den USA sehr verwirrt, ist die Politik dort. Wisst ihr, ich finde schon das Zwei-Parteien-System sehr abstrus. Ich finde es schon sehr seltsam, dass du als Wähler in den USA de facto nur zwischen Demokraten und Republikanern entscheiden kannst. Aber noch unverständlicher ist es für mich, dass die Republikaner und die Demokraten immer die schlechtesten Präsidentschaftskandidaten aufstellen. Ich meine, schaut euch die Wahl im Jahr 2020 an. Auf der einen Seite hast du einen Typen mit der Mentalität von einem 5-Jährigen, dem man seine Windeln weggenommen hat, und auf der anderen Seite hast du den Typen, der wahrscheinlich schon wieder Windeln tragen muss. Und wo wir gerade bei Politik sind, lasst uns auch über die Gesetze in den USA sprechen. Du darfst in den USA erst ab einem Alter von 21 Jahren Bier trinken. Nicht mal einen Radler mit 2,5% Alkoholgehalt darfst du trinken, wenn du unter 21 bist. Aber in manchen Staaten darfst du mit 15 dein Geschlecht durch eine OP verändern und in Minnesota darfst du unter Umständen schon mit 14 Jahren ein Gewehr besitzen. Mit 14 Jahren. Digga, ich kenne viele 14-Jährige in Deutschland, wenn die ein Gewehr hätten,
würden die ihre Streitigkeiten in Roblox aber ganz anders lösen. Ich bin echt dankbar, dass es so ein Gesetz nicht in Deutschland gibt. Das letzte Mal, dass hierzulande ein 14-Jähriger ein Gewehr in der Hand hatte, war wahrscheinlich in der Schlacht um Berlin. Wo wir gerade auf Berlin zu sprechen kommen, geht nicht davon aus, dass ein Amerikaner weiß, in welchem Land sich diese Stadt befindet. Der durchschnittliche Amerikaner weiß so gut wie nichts über Geografie. Jetzt könnte man sagen, dass das nur ein Klischee ist und zu einem gewissen Teil stimme ich da auch zu, aber halt nur zu einem gewissen Teil. Es ist tatsächlich so, dass sich viele Amerikaner nicht dafür interessieren, was in anderen Ländern passiert. Die wissen vielleicht, wo Kanada liegt, die wissen mit Glück vielleicht, wo Mexiko liegt, aber wenn du die fragst, wo Deutschland liegt, machen die die Augen zu und werfen einen Dartpfeil. Die kennen zwar die Location von jeder der 100 McDonald's-Filialien in ihrer Stadt, aber Bruder, frag sie besser nicht, wo Deutschland auf der Karte liegt. Ich will die Amerikaner aber nicht nur dissen. Es gibt vieles in den USA, was deutlich besser ist als in Deutschland. In den USA ist es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, Häuser für weniger als 200.000 Dollar kaufen zu können. Ein ziemlich günstiges Angebot. In Deutschland kannst du das vergessen. Wenn du dir hier ein Haus kaufst, dann bist du dir besser sicher, dass du dein Traumhaus gefunden hast. Dieses Haus wirst du für den Rest deines Lebens abbezahlen. Und nach dir deine Kinder. Und wenn du keine Kinder hast, dann deine Schildkröte. Aber Leute, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Danke nochmal an CyberGhost für das Sponsern dieses Videos. Wenn ihr gerade nach einem überragenden VPN-Anbieter zu einem fairen Preis sucht, kann ich euch CyberGhost nur wärmstens empfehlen. Die Software schützt eure Daten beim Surfen und gibt euch für nur 2,03 € pro Monat vollen Zugriff auf alle gesperrten Inhalte im Internet. Der Link zum Angebot ist in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.